zum Kuckuck. Die Kuckucksindustrie im Hochschwarzwald, Kuckucksuhren. Im 16. und 17. Jahrhundert war Eisenbach insbesondere und der Hochschwarzwald noch von ganz anderer Industrie bevölkert. So gab es die Schmelzöfen und die Erzgruben, wo die Leute ihr Geld verdienten. Dann kam die Glasindustrie und später die Köhler, die im Hochschwarzwald viel, viel Holz verbrauchten und so den Schwarzwald nahezu holzfrei machten. 1730 brachte dann ein gewisser Josef Meyer aus Eisenbach eine Uhr in den Hochschwarzwald und von da an beschäftigte man sich mit der Kuckucksuhr, aber auch mit anderen Uhrengattungen, die im ganzen Hochschwarzwald später hergestellt wurden. Aber zunächst in Eisenbach, da gibt es eine Besonderheit, und zwar die Kuckucksuhr, die Tradition hat bei ganz großen Namen wie zum Beispiel Johann Baptist Beha, von dem wir hier auch ein Bild sehen können. Er hat gelebt 1818 bis 1898 und rundherum ist in allen Haushalten im gesamten Ort dann letztlich die Uhrenindustrie entstanden. Nicht die Industrie, aber alle Haushalte haben letztlich für die Uhrenherstellung gearbeitet in irgendeiner Form. Die Uhrenindustrie nahm eine rasante Entwicklung. 1820, 30, 1840 kamen schon die ersten Arbeitsteilungen, sodass, wie vorher schon erwähnt, in allen Haushalten für die Uhrenindustrie gearbeitet wurde. Und immer mehr kam es zu einem Ausspruch, den man letztlich überall im Ort gehört hatte. Und der lautete: Bei uns auf 1000 Meter Höhe, da gibt's keine Bure mehr, nur mager Feld und hungrig Vieh, wir leben von der Industrie. Damit war auch die Uhrenindustrie gemeint, die eine großartige Entwicklung genommen hat. Weltweit sind Namen wie Settele, Selig, Faller, Maurer, Wehrle, Weckermann, Murat, Grieshaber und viele andere und halt eben auch Johann Baptist Beha, weltweit bekannt für die Kuckucksuhr und auch die Uhr im Hochschwarzwald. So hat sich im Hotel Bad in Eisenbach der Rolf Wosthorn sehr, sehr ausführlich mit Beha und mit der Uhrenindustrie von Beha oder der Uhrenherstellung beschäftigt und er hat eine großartige Sammlung angelegt, vor der wir heute hier sitzen, die wir im Hintergrund auch sehen können. Und aus seinen Bemühungen um die Erhaltung dieser Uhrengeschichte ist auch die antike Uhrenbörse Eisenbach entstanden. 1998, zum 100. Todestag von Johann Baptist Beha, wurde dann die Antikuhrenbörse Eisenbach erstmals mit großartigem Erfolg in der Wolfwinkelhalle in Eisenbach veranstaltet. In den Jahren 1960, 1970, 1980 kam es zu einer Renaissance der Schwarzwalduhr. Viele, viele Sammler, die früher überhaupt nichts mit Uhren zu tun hatten, wollten eine Schwarzwalduhr haben. Es entstand eine wiederum kleine Industrie in Sachen Schwarzwalduhren, denn die vielen Sammler und auch Privatleute, die eine Schwarzwalduhr haben wollten, fanden die Wege zur neuen Vermarktung, Wiedervermarktung der antiken Schwarzwalduhr. Heute gibt es wieder junge Sammler, die die Schwarzwalduhr, die hierher in den Schwarzwald schon auf antiker Basis zurückgeholt wurde, wieder verkaufen, wieder verkaufen nach England, wieder verkaufen nach Amerika. Dort sind junge Sammler aufgetreten, die ganz großes Interesse, insbesondere an der Beha-Uhr von Eisenbach haben. Auch in Deutschland werden Uhren wie diese Beha-Uhr heutzutage schon als Geld- oder Wertanlage genommen und diese Beha-Uhr oder auch solche kleine Uhren von Josef Sorg, der Gebrüder Sorg, die in Neustadt ganz, ganz hochwertige Uhren auch produziert haben, werden bei der antiken Uhrenbörse am 18. und 19. April in Eisenbach zu sehen sein. Aber nicht nur für die Geldanlage, auch für den kleinen Geldbeutel
ist bei der antiken Uhrenbörse in Aidenbach für jedermann was zu haben. Die Veranstalter freuen sich natürlich auf Ihren Besuch in Aidenbach in der Wolfhüttenhalle. Informieren Sie sich einfach im Internet unter antikuhrenbörse-eisenbach.de und dort finden Sie alle Informationen, die Sie brauchen.